Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einem Special-Podcast hier bei Wrestling-Infos.de. Wenn ihr in der vergangenen Woche unserer Seite gefolgt seid, ist falsch, wir sind ja nicht bei Twitter, aber auf unserer Seite ab und zu mal geschaut habt, werdet ihr gesehen haben, dass wir mit etwas Verspätung zwar die Pay-Per-View-Review zu No Mercy gebracht haben, aber es aus bestimmten Gründen, mal wieder war es Zeit und Urlaub, nicht geschafft haben, Raw und SmackDown Gebühren zu reviewen. Das hatte, wie ich eben schon sagte, bekannte Gründe. Der Hauptgrund war, dass einerseits unser guter Nexus in Wien weilte und andererseits, dass unser Pfeffi, mit dem ich die Review zum Pay-Per-View gemacht habe, auch unterwegs war. Jetzt ist er wieder da, zwar Opfer von diversen Langfingern in unserem schönen Nachbarstaat geworden, aber umso begeisterter und brandheiß auf einen Podcast. Er hat mich angehauen, wollen wir nicht irgendwas machen, ist doch so viel Tolles passiert. Ich sagte, ja, super gerne, mit dir doch immer. Deswegen heiße ich ihn herzlich willkommen zurück an der Podcast-Front, bevor ich gleich sage, was wir hier heute machen wollen. Ich bin so glücklich, wieder an meiner Seite, der Nexus 3D, der Marvin. Ach, was für eine schöne Einleitung. Ich bin auch glücklich, wieder hier zu sein. Ich habe euch wirklich vermisst, euch Fans. Ich kriege täglich Zuschriften, wann kommst du wieder? Und, ernsthaft? Nein, Quatsch. So Drohschriften oder was? Wann kommst du wieder? Es läuft gerade so gut oder sowas in der Art, oder? Ich wollte einfach nur mein Ego gerade ein bisschen pushen. Lieber kein Podcast als ein Nexus-Podcast oder so ähnlich. Solche Zuschriften. Das ist ja, genau, komm nie wieder. Ja, man gewöhnt sich dran, ich sag dir das. Irgendwann willst du das nicht mehr missen. Genau. Nein, also mal gucken, wir haben jetzt Sonntagnachmittag, wollen mal gucken, wann wir das Ding veröffentlicht kriegen. Also entweder schon heute gegen Abend, mal gucken, wann unsere Technikexperten dazu kommen. Ansonsten im Idealfall Montag, Dienstag wäre zu spät, weil da machen wir ja schon ganz andere Sachen wieder. Ja, warum, bitte? Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Warum, oder ja gut, warum machen wir das? Oder besser gesagt, worum geht's heute überhaupt? Natürlich steht das Ganze im Lichte der jüngsten Ereignisse, die doch recht hohe Wellen geschlagen haben. Einmal wollen wir uns über die Rückkehr von Bill Goldberg unterhalten. Es wurde ja immer wieder viel drüber geredet, nur ist es wohl mehr oder weniger offiziell. Wenn man Wikipedia glauben darf, die scheinen offensichtlich in die Zukunft gucken zu können, ist es offiziell. Ich möchte ganz kurz mal vorlesen, was bei Wikipedia dazu steht. Ich dachte eben, ich gucke nicht richtig. Nach einem medialen Schlagabtausch über Twitter forderte dann im Oktober 2016 Paul Heyman, das Sprachrohr von Goldbergs letztem Gegner Brock Lesnar, Bill Goldberg zu einer Neuauflage des Matches bei WrestleMania 20 von WrestleMania 20 heraus. Bill Goldberg antwortete über Twitter, dass er persönlich bei der nächsten Raw-Veranstaltung erscheinen und reagieren werde. Kurzer Einschub, heute ist Sonntag, der 16. Oktober. Und ich gucke jetzt auch auf Wikipedia. Einschub Ende. Jene fand am 17. Oktober 2016 statt. Goldberg kehrte im Rahmen der Sendung zur WWE zurück und nahm die Herausforderung von Brock Lesnar zu einem Rückmatch an. Das Match wird bei der Großveranstaltung Hell in a Cell am 30.10. stattfinden. Mann, sind die gestört. Wie gesagt, am 16. Oktober kann ich schon sehen, was am 17. Oktober passiert sein wird. Und als ob das nicht peinlich genug wäre. Jeder Idiot weiß mittlerweile, dass das Ganze bei der Survivor Series über die Bühne gehen wird und nicht bei Hell in a Cell. Wikipedia, Sätzen 6. Katastrophe. Marvin. Ja, auf jeden Fall. Also Raw ist zwar immer sehr vorhersehbar, aber ich glaube, die Ansetzung für Hell in a Cell liegt dann doch vielleicht ein wenig zu optimistisch. Und genau, du hast es ja schon angesprochen, warum machen wir den Podcast? Als ich aus Wien wiederkam, war ich überrascht, was alles passiert ist. Und ich meine, Tim Wiese wird sein erstes Match bestreiten. Ich bin aus der Hose gesprungen vor Freude. Genau, und dann Bill Goldberg kommt tatsächlich zurück zur WWE. Erstmal ganz grundsätzlich, was sagst du dazu? Vor allem, weil du hast ja WCW auch wirklich nie, also ich auch nicht, aber nie verfolgt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Das ist richtig. Das war die Zeit, wo ich relativ
raus war aus dem Wrestling. Das hörte ja bei mir so 1994 auf. Da war dann beim besten Willen nichts mehr zu wollen. Das war die Phase, wo in der WWE dann auch langsam anfing, so ein bisschen die Lichter auszugehen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika hatte man immer mehr Probleme, da sein Standing zu halten. Zu dieser Zeit hat dann ja auch Hogan sich von der WWE abgewandt und ist zur WCW gewechselt, genau wie viele andere. Das war dann die Zeit, wo viele Stars oder auch obere Mitkader von der WCW aufgekauft worden sind, als ob es kein Morgen geben würde sozusagen. Und dann habe ich mal auch ein bisschen da reingeguckt bei WCW, weil ich eben ein paar bekannte Gesichter dann da wiedergefunden hatte. Also Virgil war da, Hulk Hogan war da, der Shockmaster, wer kennt ihn nicht, Earthquake, der dann auf einmal da der Shark hieß. Also all solche Geschichten, und da dachte ich irgendwann, ne, irgendwie ist es doch alles ziemlich langweilig. Die New World Order habe ich dann so ein bisschen noch in den Anfängen mitgekriegt, aber hat mich alles nicht mehr so richtig gekickt. Deswegen, WCW war nicht so meins und Goldberg dann auch nicht. Ich habe dann ja relativ, ich meine, ich erzähle das irgendwie bei jedem Podcast wieder aufs Neue, habe ich das Gefühl, irgendwann dann 2011 dann so ein bisschen angefangen, mal wieder reinzugucken. Und das fing bei mir an mit dieser Vintage Collection auf Eurosport. Die läuft da mittlerweile, glaube ich, auch schon nicht mehr. Und da habe ich einmal ein Match gesehen, das ich richtig, richtig cool fand. Und zwar war das ein Match, wo Goldberg gegen The Rock angetreten ist. Ich fand The Rock ja bekanntlich immer nicht gut, sag ich mal diplomatisch. Und hab dann eben so mit dieser Halb-Mark-Sicht geguckt, na mal gucken, ob der blöde Rock schon wieder gewinnt. Der andere ist ja doch auch sehr stark. Und das war eben Goldberg. Ich glaube sogar, es war das Match bei Backlash 2003, wo Goldberg tatsächlich gewonnen hat. Da gab es, glaube ich, 2 Spears, 2 Rock-Bottoms oder was es da auch immer alles gab mit People's Elbow und solchen Geschichten. Und das Match fand ich richtig gut. Wohl auch, weil ich einfach nur gehofft habe, dass The Rock nicht gewinnt. Aber auch dramaturgisch fand ich es eigentlich ganz gut gelöst. Ich muss mal gucken, was Meltzer da für Sterne gegeben hat. Aber das war eben mein erster Eindruck von Goldberg, wo ich dachte, meine Güte, das ist ja mal eine Kante. Groß, stark, muskulös und auch relativ athletisch. Und das war alles, was ich von ihm gesehen habe. Und ansonsten eben viele Legenden, über die wir, glaube ich, gleich auch sprechen werden. Insbesondere dann ja auch du, wenn wir kurz was über die Geschichte von Goldberg sagen. Ja, das wird jetzt hier so eine Mischung aus aktuellem und Flashback-Podcast. Weil ich finde, man sollte schon gerade dann auch jetzt jüngere Fans, die ja auch dann nur den Mythos Goldberg kennen. Und ich meine, wenn man sich dann auch so die Leute im Publikum betrachtet, kam ja immer wieder dann noch diese Goldberg-Chants auf. Und ich glaube, das war dann einfach so, eher dann so, genauso wie es heutzutage immer noch CM Punk-Chants gibt, ging es dann nicht mehr so um den Wrestler an sich, sondern eher um eine Art Bewegung, einfach um, ne, oder so, weißt du, die Chants existierten einfach für sich selbst und nicht für den Wrestler. Ja. Ich glaube, viele kennen einfach auch Goldberg nicht mehr, und wenn dann nur noch so aus seinen Endzeiten zur WWE, zu seinen Endzeiten bei der WWE, so, und ja, und vielleicht einfach mal so einen kleinen, so versuchen, uns nochmal so in die Magie von Goldberg einzulesen, einzutauchen. Erklären kann man das nicht, das ist ja so häufig bei so Stars, woran es wirklich gelegen hat. Wir können es versuchen, wir können es ein wenig rekapitulieren. Und ja, vielleicht kann auch jeder mal, das fände ich ganz schön, gerade die älteren Fans vielleicht einfach auch mal schreiben, was waren eure Goldberg-Momente, um einfach dann so ein Stimmungsbild zu zeichnen. Und dann können wir vielleicht über die aktuelle Ansetzung reden und was gut daran ist und was nicht daran gut ist. Das sollten wir genau so machen. Zumindest haben wir es uns so vorgenommen. Mal gucken, wie viel Zeit da noch für TNA bleibt. Aber leider Gottes bin ich ja jemand, der immer, wenn er eine Frage beantworten soll, sehr weit ausholt. Und ich war noch gar nicht richtig fertig mit der Beantwortung deiner Frage. Ja, wie finde ich es eigentlich, dass Goldberg wieder da ist? Nachdem ich jetzt also lang und breit ausgefüllt habe, wo ich Goldberg zum ersten Mal gesehen habe, würde ich die Frage kurz beantworten wollen, weil genau wie du gerade sagtest, ich habe dann ansonsten immer diesen Mythos Goldberg immer mal so gehört. Viele Smart Marks werden da eine eher differenzierte Meinung haben, gerade die etwas Älteren. Die Jüngeren, wie du eben schon sagtest, die hören die Goldberg-Chants, stimmen damit ein, weil alle das eben machen gewissermaßen. Oder auch aus einem anderen Grund, die Vergangenheit
oder sagen wir anders, die Zeit verklärt ja auch vieles. Und wenn man sagt, Goldberg war früher ein guter oder erfolgreicher Wrestler, dann neigt man dazu, alles, was früher war, zu sagen, oh, das anders als heute, damals, als Goldberg noch da war die Welt anders. Also man verklärt manches eben auch, was in der Vergangenheit war. Und ich, als ich das gelesen habe, muss ich gestehen, habe mich tierisch gefreut, dass Goldberg zurückkommt, auch gegen Lesnar, weil das Match bei WrestleMania 20 ist ja legendär, gewissermaßen, was da passiert ist, auch wie die Crowd reagiert hat damals. Und ein kleiner Hinweis noch, was dieses Match eventuell bewirken kann, nicht zwingend muss. Als letzte Woche Raw über die Bühne gegangen ist, am Montag, hatte ich, glaube ich, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, ich weiß nicht mehr genau, welcher Tag es war, eine Nachricht bekommen von einem Kollegen, den ich beruflich kenne, der ist ein Ticken jünger als ich und hat früher auch so 98, 99 viel Wrestling geguckt, ist dann schon lange raus, ist dem entwachsen, ab und zu schnacken wir noch drüber. Der hat mich angeschrieben und meinte, also jetzt ist die Survivor Series ja wohl ein Pflichttermin. Also der wird nur wegen dieses Matches sozusagen, wird er sich das angucken. Und da wird es einige geben, bin ich mir relativ sicher, die um der alten Zeiten willen das Ding nochmal gucken. Wrestlerisch wird man wohl nicht allzu viel erwarten dürfen. Der Mann stand vor 13 Jahren zuletzt im Ring. Aber für das Medieninteresse und einfach nur die beiden Kanten mal im Ring zu sehen, mal gucken, was da rauskommt. Also ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also für dich wird das so einen Nostalgiefaktor haben. Aber wenn wir uns jetzt mal das Produkt WWE in seiner reinsten Form jetzt mal betrachten und gucken, ich meine, jetzt haben wir dann auch die Pay-Per-Views sind da jetzt wieder um. No Mercy war. Und ich finde einfach, dass das WWE einfach zu viel falsch macht, um sich so ein Match leisten zu können. Also, und das ist hier gerade auch das, was ich bei der WCW dann, was man bei der WCW dann vermisst hat. So ein langfristiger Gedanke fehlt hier völlig. Und das haben wir schon seit Jahren kritisiert, das hat Jens kritisiert, das hat Julian kritisiert, das kritisieren wir, dass man immer nur noch Oldtimer ins Rampenlicht stellt und ganz vergisst dabei, seine eigenen Talente in den Vordergrund zu rücken. Ja, also bei Mania gehe ich mit, aber ich finde es nicht tragisch, dass mal bei, ja gut, die Survivor Series gilt ja als A-Pay-Per-View, ist ja für mich schon lange nicht mehr. Aber bei einem Pay-Per-View mal so einzustreuen, finde ich okay. Ich meine, Goldberg ist für ein einziges Match bis jetzt gebucht worden. Also das ist seine vertragliche Verpflichtung. Er hat auch gesagt, er macht das auch natürlich wie immer des Geldes wegen, aber auch weil er will, dass sein Sohn ihn mal im Ring sieht. Das hat er wohl bisher noch nicht getan. Und wenn es dann quasi so ein Promotion-Gag ist, kann ich damit eigentlich leben. Es ist nur eigentlich ein Gag um des Gags willen gewissermaßen und zeigt natürlich aber auch, und da gebe ich dir dann wieder vollkommen recht, die WWE scheint es zu brauchen. Und wenn sie sowas braucht, dann kann man daraus Rückschlüsse ziehen, wie es derzeit um den Laden bestellt ist. Ne? Was das eigene Roster und das aktuelle Produkt angeht. Wenn wir haben es ja schon prophezeit, dass mit dem Roster-Split einfach die Schwächen noch viel größer offenbart werden. Das ist der Fall. Also das Interesse sinkt rapide. Und ich weiß auch nicht, und lustigerweise erkenne ich, gerade wenn man sich jetzt nochmal mit der WCW-Geschichte ein wenig intensiver beschäftigt, viele Parallelen. Und WCW hat dann auch gedacht, nur der Unterschied zur WCW war, dass sie gerade einen großen Erfolg feierten. Die WWE hat jetzt einen mäßigen Erfolg. Klar, an der Spitze sowieso Nummer 1, jetzt seit Jahrzehnten gewählt oder seit einem Jahrzehnt gewesen. Aber das Problem ist, dass man jetzt das nicht leisten kann, dass man so einen Overkill anbietet, um damit das Interesse vollends zu killen. Und das passiert hier gerade. Und das merke ich an mir, das merken wir an den Fans, das merken wir an den doch sehr gemischten Reaktionen. Wenige, die das jetzt so uneingeschränkt feiern. Viele, die das wirklich auch kritisch sehen. Und ich nehme da auch jetzt hier gerne nochmal Jens als Beispiel. Der einfach auch angeödet ist und keine Zeit dafür hat, keine Zeit hat, sich diesen Scheiß zu geben, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und das ist das Problem. Und wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, wo es egal ist, ob es gut oder schlecht ist, dann läuft was ganz, ganz eindeutig schief. Und da finde ich, ist so eine Ansetzung dann nicht der richtige Weg.
um wieder das Interesse steigen zu lassen. Nein, so eine Ansetzung ist, das ist ein Strohfeuer. Und ich glaube, jeder, der bei der WWE was anderes glaubt, ist schief gewickelt. Ich glaube auch, dass es nicht viele gibt, die das als den Neubeginn oder sowas sehen. Nein, kein Mensch wird das sehen. Was an dem Produkt falsch läuft oder wo die Gefahren für die WWE sind, das haben wir nur oft genug angesprochen. Es dümpelt in die Belanglosigkeit ab. Das muss man einfach so sagen. Es ist ein Overkill. Ja, wir sind mittendrin. Es ist ein Overkill. Die Shows sind zu lang. Wir haben es tausendmal ja schon auch gesagt. Und das ist ja auch das Schlimme, oder insofern ist das Goldberg-Match sogar ein Indiz dafür, was falsch läuft. Wenn für jemanden wie mich dieses Match eigentlich der Hauptgrund ist, die Survivor Series zu gucken, weil ich ansonsten sowas von gelangweilt wegdöse, auch Hell in a Cell, 3 Hell in a Cell Matches, ich könnte gelangweilter kaum sein, denn wer Hell in a Cell Match... Das ist doch traurig, ich meine, wir haben jetzt hier eigentlich auch eine kleine Revolution, dass wir das erste Damen-Match im Käfig sehen werden. Wir haben eine grandiose Ansetzung, Kevin Owens gegen Seth Rollins im Käfig. Das wäre früher, oder bei Ring of Honor, das wäre ein Traummatch. Und dann sagst du das ganz richtig. Wenn man jetzt so gelangweilt ist, dann ist das ganz, ganz, ganz gefährlich. In der Tat. Also unabhängig jetzt davon, 3 Hell in a Cell Matches ist natürlich jetzt zu viel. Interessant, genau. Aber was hat denn die Hell in a Cell Matches ausgezeichnet? Die Intensität, die gewisse Brutalität, das ist doch alles weichgespült. Und deswegen sind sie, Ausnahme Taker Lesnar, jetzt vor ungefähr einem Jahr bei Night of Champions, das war mal ein Schnack. Aber ansonsten sind die Hell in a Cell Matches doch eigentlich relativ, ja, nicht mehr so interessant wie früher. Und 3 davon sind nicht 3 Kicks, sondern vielleicht im schlimmsten Fall 3 Schlaftabletten. Gut, die Worker können da was draus machen vielleicht. Ich glaub's aber nicht. Ja, aber Rusev und Roman Reigns glaube ich nicht, dass das klappen wird. Nee, glaube ich auch nicht. Und bei den Mädels wird schwer, dass die da aus dem Hell in a Cell Match was rausmachen. Ja, da kann man zumindest qualitativ wirklich dann nochmal eine Schippe drauflegen. Wenn ich an ihre NXT-Matches denke und die mit den Main-Roster-Matches vergleiche, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber natürlich, um dann der Stipulation dann gerecht zu werden, müsste da noch anderes. Und klar, Blut werden wir bei den Damen wohl nicht sehen, aber Blut ist jetzt auch nicht das, was dann so das vielleicht auch unbedingt auszeichnen muss, aber da muss schon eine Brutalität vorherrschen, die wir sonst in den Matches nicht sehen, um dann auch, sage ich mal, der Fehde gerecht zu werden. Auch, obwohl ich sagen muss, das fand ich ganz interessant, dann, war es jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe, bin mir jetzt gerade nicht sicher, als dann Sasha Banks rauskommt, das Match fordert und dann von Rusev unterbrochen wird. Das war letzte Raw-Ausgabe, genau. Genau, das fand ich ganz interessant. Das hat man, als man dann quasi Charlotte und Sasha Banks dann auf mehr oder weniger eine Seite gestellt hat, das fand ich ganz schön, weil man da Charlotte dann nochmal so eine kleine andere Facette verpasst hat. Also es wirkte nicht so eintönig. So, sie ist zwar Heel, aber sie hat mehr Charakter bekommen, das gefiel mir ganz gut. Aber trotzdem, die Fehde ist halt, also da muss echt viel passieren, damit man auch dann vielleicht Jahre später denkt, das war eine krasse und intensive Fehde. Ja, aber das wird's ja nicht. Also nicht beim Hell in a Cell Match, nicht so wie es heute ist. Dass die beiden gut, ein richtig gutes Match worken, das ist ja gar nicht das Problem. Nee, davon rede ich auch nicht. Es redet darum, dass es ein Match wird, das, wie du sagst, intensiv sein sollte. Und das sehe ich halt auch nicht. Nee, und deswegen hast du 3 Hell in a Cell Matches und ich bleib dabei. Für mich im Vorfeld sind das eher 3 Schlaftabletten als 3 Kicks, die ich zu erwarten habe. Aber gut, wir wollen jetzt ja nicht über Hell in a Cell sprechen, sondern über Goldbergs Rückkehr. Du hast es schon gesagt. Ausgangspunkt war die letzte, anders war es noch anders. Ausgangspunkt war eigentlich die Werbung für das neue WWE-Videospiel. Also die Gerüchte kursieren ja jetzt schon seit Jahren. Alle Jahre wieder, ja. Genau, also Goldberg hat immer, wenn er mal ein bisschen medienwirksame oder Medienaufmerksamkeit brauchte, hat er ein Interview gegeben, wo er darüber sprach, ja, er könnte sich vorstellen, zurück in den Ring zu kommen, wenn der Preis stimmt, wenn das Match stimmt, weil, wie auch die Geschichte ist altbekannt, sein Sohn hat ihn noch nie live gesehen, bla bla bla, aber es hatte nie Hand und Fuß, es kam dann auf, als Ryback dann immer diese Goldberg-Chance kassierte, es kam, keine Ahnung, auf, es kam auch schon mal auf, als Brock Lesnar zurückkehrte,
Kurzzeitig war Goldberg sogar mal für TNA im Gespräch. Also TNA, glaube ich, hat sich selber da ins Gespräch gebracht. Goldberg selber zeigte da, glaube ich, nicht so großes Interesse. Wir können ja vielleicht nachher noch drüber sprechen, warum dieses Interesse wahrscheinlich nicht vorhanden war. Genau, und jetzt ist es tatsächlich dann im Zuge dann von 2K17 von dem WWE-Spiel da passiert. Er war als Werbefigur eingesetzt, als spielbarer Charakter und dann, was, dann kannst du ja sagen, was letzte Woche passiert ist. Ja, genau, also erstmal muss ich die Werbung für das Videospiel von und mit Goldberg einfach nochmal loben. Ich finde die großartig, wie sie ihn da mit der Polizei aus diesem komischen, aus dieser Scheune da abgeholt haben. War auch schon cool. Paul Heyman und hat in der letzten, bei der letzten Raw-Ausgabe, insofern ein kurzer Rückblick auf die Raw-Ausgabe, also nun ganz ohne Raw-Review geht ihr hier nicht weg. Marvin hat ja schon das Segment mit den Mädels angesprochen. Ich spreche jetzt Paul Heymans Segment nochmal kurz an. Hat Paul Heyman ja, habt ihr alle ja auch gesehen, eine Herausforderung angesprochen, ausgesprochen an unseren Bill Goldberg. So, und die stand jetzt im Raum und hinter den Kulissen war relativ schnell klar, es wird dieses Match bei der Survivor Series geben. Wohl als, ja, wie soll ich sagen, als Station auf dem Weg zum Rumble, was immer da passieren wird, bei, als Vorbereitung auf WrestleMania wird man sehen, ob man bei Mania jetzt wirklich an Shane festhält, ob sich Shane Nakamura oder Joe holt, das wird man alles noch abzuwarten haben. Aber eigentlich ist diese Geschichte mit Goldberg nicht viel mehr, um Lesnar auf den Weg zu Mania heiß zu halten. Also anders kann es nicht sein. Und ja, nur wird sich Goldberg morgen bei Raw äußern. Nachdem wir es bei Nostradamus Wikipedia gesehen haben, wird er die Herausforderung annehmen. Jeder Mensch weiß, dass das passieren wird. Das ist vollkommen klar. Aber so ist erstmal der aktuelle Stand. Heyman hat die Herausforderung ausgesprochen. Goldberg hat sich noch nicht geäußert. Er wird sie annehmen. Und dann haben wir bei der Series, haben wir dann Goldberg gegen Lesnar. Wir haben in den neuesten News, die wir euch gebracht haben, auch schon mal die mehr oder weniger fixen Auftrittspläne euch gegeben. Das fängt jetzt mit Goldberg nächste Woche an. Dann wieder Lesnar, dann wieder Goldberg. Und ich glaube, Mitte November, am 14., glaube ich, werden beide zusammen nochmal aufeinandertreffen, um dann das finale Match bei der Survivor Series zu hypen. So ist der Stand der Dinge im Moment. Genau. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also, wie gesagt, ist halt dann auch eher ein größerer Mythos. Und wer ist denn dieser Goldberg überhaupt? Genau. Fragen wir mal so. Gute Frage. Und dafür muss man halt dann doch ein bisschen tiefer auch reingehen in die Geschichte von WCW und in die Geschichte von Bill Goldberg und seinem Debüt. Also er selber war, wie er auch selbst dann immer betont, hat eigentlich keine Bindung zum Wrestling gehabt und zum Pro-Wrestling. Er war Footballspieler, Powerlifting gemacht und so weiter. Ist dann aber mit Lex Luger war es und Sting damals aufeinander getroffen, die ziemlich begeistert so von seinem Aussehen, von seinem Charisma waren und haben gesagt, komm, wie wär's denn mal, ob du, wie wär's mal mit Wrestling und probier das doch mal aus. Genau, das war tatsächlich dann auch später dann auch einer der wenigen Erfolgsgeschichten, die dann aus dem aus der Trainingsschule von der WCW, dem Power Plant, herausgekommen sind, weil Goldberg hat dann da trainiert. Und genau, wurde dann in die Shows geholt. Ich vielleicht willst du mal kurz erklären, so was dann die Grundidee war, was man mit Goldberg anfangen möchte. Als man ihn in die Shows geholt hat? Genau, sowas, genau, damit ich nicht nur ganze Zeit alles erzähle. Aber ich hätte damit gar kein Problem, aber ich habe doch so viel gelabert, ich laber doch sonst auch immer so viel. Ich würde dir die Goldberg-Geschichte gerne mal, du hast so schön recherchiert, das muss man ja auch mal sagen. Marvin hat sich intensiv damit auseinandergesetzt. Genau, ich habe mich deswegen möchte ich dir diese Lorbeeren komplett geben. Zurückgezogen. Du kannst jetzt versuchen, vielleicht mal dein Knisterproblem da in den Griff zu bekommen. Ach, man knistert dich schon wieder? Ja, ich verstehe dich leider. Verdammte Scheiße. Ich knister so leise, wie ich kann, aber... Ja, okay. Knister ich immer noch? Nee, gerade jetzt bist du wieder okay, was dann leise. Okay, genau, dann ich mach einfach mal weiter. Genau. Also die Grundidee von Goldberg war einfach, aufgrund seiner Ausstrahlung, es ist halt immer so im Wrestling, dass man manchmal nicht weiß, warum Wrestler mit dem Publikum so connecten. Bei manchen können wir es eher erklären, vielleicht wie bei Daniel Bryan. Aber auch da ist, das ist einfach die Magie des Wrestlings. Wir haben viele, Stone Cold Steve Austin, The Rock, die haben es alle auch drauf gehabt und The Undertaker auch.
Genau, und Goldberg kam dann in die Shows und die Grundidee war, die ja auch recht simpel ist und gerade im Wrestling auch nicht immer Erfolge verspricht, aber die Grundidee war, wir präsentieren Goldberg als unbesiegbaren Wrestler, als Power-Paket und ohne viele Worte, das war auch immer so sein Markenzeichen, ruhiger Typ, aber charismatisch. Genau, und dann die Kommentatoren, so um Bobby Heenan und Tony, wie hieß er noch? Shivani, ne? Tony Shivani, ja. Genau, wollten ihn dann verbal pushen. Genau, und so begann dann so sein kometenhafter Aufstieg. Er kam rein, hat Matches bestritten, um die 1-2 Minuten und hat gewonnen. Und das ging erstmal über einige Monate so. Und um das so ein bisschen nachzuvollziehen, was gleichzeitig auch die Probleme da von WCW waren, man hat gemerkt, dass Goldberg ganz schnell mit den Fans connected hat und die Fans viele Plakate, Jubelstürme und so, also er entwickelte sich recht schnell wirklich zum Star und schnell begannen sie auch eben seine Matches mitzuzählen, also seine Siege und ich meine, wenn wir uns rückblickend so mal so gucken, welche Siegesserien sind im Wrestling schon in Erinnerung geblieben? Also mir würde da jetzt spontan nur der Undertaker einfallen. Ich überlege mal. Ja, und dann das übliche, Giant Gonzalez, Kali, das sind aber Aufbauserien gewesen, genau, die nichts Besonderes auch, waren. Die auch jetzt wahrscheinlich nicht so in Erinnerung geblieben sind, wie jetzt vielleicht Undertaker. Und Goldberg war tatsächlich einer der wenigen, der diese Magie um eine Fake-Siegesserie in einem Fake Sport, um es mal provozierend zu formulieren, trotzdem aufrechterhalten hat, dass sogar Fans begannen, gerade zu der Zeit, das war 1998, begannen dann mitzuzählen, seine Siege und sogar seine Hausshow-Matches dazu zählten, was zu der Zeit halt, als das Internet noch nicht so präsent war, tatsächlich auch eine Seltenheit war. Also die Hardcore-Fans beschäftigten sich mit ihrem Liebling. Und da sieht man schon ganz schön Fehler, vielleicht dann auch von der WCW, dass man gesehen hat, oh, massives Interesse, die Hardcore-Fans und Fans lieben seine Siegesserie und zählen sogar seine Hausshow-Matches mit, dass sie begannen, imaginäre Matches seiner Siegesserie hinzuzufügen. Also, dass er in der nächsten Woche auf einmal 10, 20 weitere Matches gewonnen hat, womit man dann komplett das Interesse für diese Siegesserie killte. Das war schon mal sehr ein großes Problem. Wie kommt man auf so eine blöde Idee eigentlich? Also ich verstehe es nicht. Das ist mir auch ein absolutes Rätsel, weil ich weiß nicht, man hat sich gedacht, die Fans lieben das, dann machen wir das einfach noch mehr. Man hat den Sinn und den Grund, warum die Fans es lieben, überhaupt nicht verstanden. Genau, und genauso war es dann auch mit den jetzt auch heute noch legendären Goldberg-Chants. Da haben sie auch gesehen, die Fans rasten immer aus, der Name wird durchgängig gebrüllt. Lass uns doch Fake-Goldberg-Chants einfügen, sodass man dann, wenn man Nitro schaute, gesehen hat, die Fans komplett ruhig sitzen da und man hörte Goldberg, Goldberg. Und das hat die Chants leider auch komplett gekillt. Das waren so die ersten Probleme, die man seitens der WWE hatte. Aber WCW. WCW, danke. Ich würde da ganz kurz mal einhaken wollen. Ja, gerne, auf jeden Fall. Ich weiß ja, wir haben ja vorher drüber gesprochen, es kommen noch ein paar sehr lustige Sachen gleich, aber ich muss da noch mal ganz kurz rein. Wie bescheuert kann man denn sein? Also die WCW, wir sind ja in einer Zeit, 98 müssen wir ja sein, wo Goldberg in der WCW debütiert hat, wo die WWE langsam besser gesagt auch überholte. Die WCW, was die Ratings angeht. Also ganz simpel zusammengefasst, WWF war in den 80ern und frühen 90ern der absolute Marktführer. Dann kam die WCW mit Ted Turner immer mehr auf. Turner hat Unmengen Geld in die ganze Geschichte reingepumpt. Hat dann ab 93, eher 94, 95 dann die Superstars oder auch Kleinsternchen von der WWF aufgekauft und damit die WCW groß gemacht. WWF ging langsam, aber sicher ratingtechnisch den Bach runter, beziehungsweise deutlich hinter WCW zurück. Man hatte auch existenzielle Probleme. Und dann ausgelöst, manche sagen ausgelöst durch das legendäre Match bei WrestleMania 1997 zwischen Bret Hart und Steve Austin, ging dann diese Attitude-Ära los, während man bei WCW immer noch auf dieses Riesending der NWO gesetzt hatte. Auch in den 98 noch, wo man mittlerweile ins dritte Jahr der NWO gegangen ist ungefähr.
Und da hatte man also mit Bill Goldberg tatsächlich etwas, was over war bei den Fans oder jemanden, der over war. Man hatte eine Serie, die sich selbst gefeiert hat, so fast wie die List of Jericho heute, nur auf einem ganz anderen Level damals, noch deutlich höher. Und dann macht man es kaputt, indem man diese Serie aufpimpt mit Siegen, die es gar nicht gibt. Ich meine, man muss doch nur eins und eins zusammenzählen, um auf den Trichter zu kommen, dass das nichts wird. Und das ist ja auch heute nicht viel anders, wenn man sich Vince mal heute anguckt. New Day als Beispiel. Oh, die sind over, ich brauche mehr, mehr, mehr. Und er reitet es zu Tode, auch wenn sie wohl noch immer halbwegs over sind und noch brauchbar verkaufen. So doll ist das nicht mehr, wenn man die Fans da teilweise fragt. Aber ich verstehe nicht, wenn etwas gut läuft, warum lässt man es nicht einfach laufen? Warum überpaced man es und reitet es zu Tode? Ich verstehe es nicht. Ja, weil ich glaube, das hat einfach den Grund und ich glaube, das haben auch wenige scheinbar immer noch nicht im Wrestling-Business verstanden, dass egal wie heiß und wie gut die Wrestler oder Acts oder was auch immer ankommen, das ist so wie so ein zyklischer Lebenslauf. Also irgendwann werden sie wieder abkühlen und irgendwann wird dieser Erfolg, den man einst mit den Wrestlern feiern konnte, abkühlen und nicht mehr da sein. Das verstehe ich ja auch. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ja, das ist die Theorie, aber das wird nicht gemacht, weil man immer denkt, man kann immer noch weitergehen. Und anstatt zu nutzen, dass man dieses Potenzial, man kann diese Kuh quasi mehrere Monate lang melken, vielleicht auch über mehrere Jahre, wenn man Glück hat, aber man sollte dieses Momentum, was man da hat, nutzen, um weitere Stars aufzubauen. Das ist die Theorie. Und das verstehen, aber scheinbar, das hat Eric Bischoff nicht verstanden, das versteht Vince McMahon nicht oder nur, wenn es darauf ankommt. Oder bei Zeiten mal, genau. Genau, bei Zeiten mal. Und das ist das Problem, weil man die Kuh so lange melkt, bis sie quasi nicht mehr, keine Milch mehr gibt. Und dann hat man ein Loch, dann hat man, bleiben wir beim Bauer, bei der Bauernhof-Metapher, dann hat man auf einmal keine Kuh mehr, weil die keine Milch mehr gibt. Totgemolken. Genau, totgemolken. Und dann wartet man, wo bleibt denn jetzt die Kuh, die wieder Milch gibt? Und das braucht Zeit. Das versteht keiner. Das könnte ich ja alles sogar noch nachvollziehen, aber um bei dieser herrlichen Metapher zu bleiben, muss man die Kuh denn töten, sozusagen? Also, ich meine, man hat doch mit Goldbergs Serie was gehabt. Die Kuh gab ja Milch. Genau. Aber warum tötet man die Kuh, ohne sie tot zu melken, sondern vorher schon abzustechen, indem man der Serie Matches hinzufügt? Ich meine, das ist ja nicht mal nur melken, bis die Kuh keine Milch mehr gibt, sondern es ist ja wirklich ein Abstechen der Kuh, bevor man diesen Punkt überhaupt erreicht hat. Warum macht man sich selbst kaputt? Also ich kann mich da schwer eindenken, tatsächlich. Was ich mir nur vorstellen kann, ist, dass man, warum auch immer, dachte, ja, das hilft Goldberg noch größer zu machen. Warum auch immer. Warum auch immer. Genau. Und das Problem ist, und das ist halt immer so, und das ist mit New Day jetzt so, auch wenn das Beispiel mit im Vergleich zu Goldberg dann natürlich doch sehr hinkt. Wenn etwas gut läuft, und das war bei der WCW tatsächlich der Fall, also die Ratings, ne, das ist astronomisch im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Da wurden regelmäßig Dreier- und Vierer-Ratings eingefahren. Die 4,6 oder was, das war an der Tagesordnung. Und wenn etwas heiß ist und wenn etwas gut läuft, und da habe ich auch ein paar interessante Zahlen, also 1998 war wirklich das Jahr auch von Nitro. Man konnte im Vergleich zu dem Jahr 1997 wirklich dann auch zum Beispiel Pay-Per-View-Zahlen, Beispiel Sold Out, der Pay-Per-View, der im Januar 98 dann lief, konnte man eine Buy-Zahl von einem Million, also Buys von über eine Million erreichen. Im vorherigen Jahr hatte man 470.000. Also man konnte das quasi um 173% steigern. Das war beeindruckend. Also die Shows waren jedes Mal ausverkauft. Man hatte, glaube ich, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, 83 Wochen lang hatte man jede Woche Nitro komplett ausverkauft. 83 Wochen lang. Hammer, ne? Also das ist wirklich, da war Wrestling sowas von beliebt. Genau, und das ist halt das Problem, wenn etwas super läuft und gut ist und Geld bringt, schleichen sich Fehler ein, die sich erst nicht rächen und erst zum späteren Zeitpunkt rächen. Und dann erreicht man irgendwann den Punkt, den jetzt auch WWE meiner Meinung nach hat, im Punkt Belanglosigkeit, aber auch TNA
erfahren hat, dass wenn man den Punkt, diesen Turning Point erreicht hat, dann kann auch ganz viele gute Sachen laufen. Dann kann auch die Story um Broken Matt Hardy kann alles super sein, aber man wird das sinkende Schiff nicht mehr retten können oder die totgemolkene Kuh nicht mehr reanimieren können. So, und das, ich habe hier auch noch gerade so ein Zitat von Eric Bischoff. Verzeiht mein schlechtes Englisch, ich lese es jetzt einfach mal vor, das hat Eric Bischoff mal zum Fan gesagt. I read somewhere, if something is working, don't try to fix it. Our ratings are high, our arenas are selling out, we can't keep merchandise in inventory. You're right, there must be something wrong with Nitro. Das war so seine Antwort darauf, als man ihn wegen seiner Entscheidungen, wegen seinem Booking, auch gerade NWO und so, kritisiert hat. Klingt irgendwie nach Hunter heute. Genau, richtig. Und das ist das Problem. Und das, dann ist das auch irgendwie die tragische Geschichte um Goldberg, der wirklich geschafft hätte, wenn jetzt hier nicht Hulk Hogan, zu dem wir auch gleich vielleicht nochmal kommen, Hulk Hogan, NWO, Kevin Nash, Eric Bischoff da gewesen wären, wäre es ihm, glaube ich, geglückt, warum auch immer. Ich finde ihn auch keinen großartigen Wrestler, das muss ich dazu sagen. Ich fand ihn immer sehr durchschnittlich und habe auch diese Magie, vielleicht weil ich nicht, sag ich mal, live dabei war, auch jetzt nie so nachvollziehen können. Aber er hätte es, glaube ich, geschafft, nach NWO derjenige zu sein, der WCW in das neue Jahrtausend führt, auch erfolgreich. Das hätte er meiner Meinung nach schaffen können. Wenn er dann nicht eben, sag ich mal, von Eric Bischoff und den ganzen anderen, sag ich mal, so gescrewt wird. Ne? Jo. Ich finde, wenn man sich dann also das, vielleicht können wir das echt auch mal irgendwann machen, hätte ich auch mal Lust zu, dass man so eine Podcast-Reihe zu dem Untergang der WCW macht. Nun lass uns erstmal das, was wir haben, am Laufen halten, dann müssen wir uns erstmal reinfuchsen. Aber die Idee ist natürlich nicht verkehrt. Nee, weil das echt spannend ist, weil man wirklich viele Parallelen erkennt. Weil Nitro so erfolgreich war und das ist, hat man gedacht, ja eben auch eine 3-Stunden-Show daraus zu machen. Damit begann ja auch der Untergang und neben der 3-Stunden-Nitro-Ausgabe jede Woche kam da ja dann noch Thunder dazu. Da entdeckt man immer noch so Parallelen zur WWE, das ist immer ganz spannend. Nee, in der Tat. Das Problem mit WWE hat eben heute keine WCW als Gegenspieler mehr. Aber genau, trotzdem. Nee, ich meine einfach nur mit diesem Overkill, davon rede ich. Okay. Genau, so, und das war jetzt so, das waren die Grundvoraussetzungen. Wo sollen wir weitergehen? Also, würde ich sagen, du hast doch so ein, zwei lustige Seitenanekdoten, die sollte man hier unseren Usern nicht vorenthalten. Nee, definitiv. Also, ich habe das ja schon gerade erwähnt mit den Fake-Chants und den imaginären Zahlen. Aber Eric Bischoff, und deshalb fehlte da so das langfristige Denken, weil du hast es schon erwähnt, zu der Zeit stieg dann auch Stone Cold Steve Austin endgültig auf in der Fehde gegen Vince McMahon. Und da begann es auch, dass Raw nach etlichen Monaten endlich wieder ratingmäßig Anschluss gewann und sogar WCW dann besiegen konnte. Nitro schlug, was Eric Bischoff wirklich, wirklich buchstäblich durchdrehen ließ. Der war so fixiert auf diese Zahlen, dass er jegliche Vernunft abgab und nur noch Raw besiegen wollte. Genau, das führte dazu, dass man, nachdem Goldberg dann doch so Feuer fing, das war sowieso eine gängige Praxis, dass man sehr gute Matches, Title-Matches und so, für Nitro, für die TV-Show einfach so aufgab, um das dann einfach da zu zeigen, um nicht beim Pay-Per-View, sondern weil das zog einfach, die Fans waren begeistert, dass man Star-Ansetzungen hielt, zu sehen bekam und so weiter. Da auch wieder das klassische, Kuh totmelken. Und genau, dann hat man das halt gemacht und dann kam es, hatte Hulk Hogan diese glorreiche Idee. Hulk Hogan, wir kennen ihn alle und wir kennen auch, wie sein Geltungsbedürfnis schon seit jeher existiert und das ist auch nie besser geworden. Genau, und dann hat halt Gong die Idee gehabt, weil er gesehen hat, Goldberg, der ist ein Star, der kommt gut an.
hat er die scheinbar doch ziemlich gute Idee gehabt, ich lege mich clean für ihn hin, sodass er den WCW World Heavyweight Championship gewinnt. Zu der Zeit war Goldberg im Übrigen auch noch United States Champion. Genau, aber die Idee kam sehr kurzfristig, sodass man dann für diese Idee auch tatsächlich alle Pläne erstmal so über den Haufen warf. Hulk Hogan hatte da noch einige andere Programme laufen, die erstmal dann sozusagen ausgesetzt wurden, weil Hulk Hogan, der kreativ da sehr viel Einfluss hatte, dann eben seine Idee einfach auch gemacht wird. Punkt war, man hat riesigen Erfolg mit diesem Match gefeiert. Das Match wurde auch bei Nitro gezeigt, was so meiner Meinung nach auch so der ein riesiger Fehler war, weil man damit enorm viel Geld hätte verdienen können, wenn man dieses Match beim Pay-Per-View gezeigt hätte. Aber nein, man zeigt das bei Raw. Warum? Weil Eric Bischoff um alles... Also bei Nitro. Bei Nitro, sorry. Bei Nitro um jeden Preis Raw besiegen wollte. So. Gut, das hat man auch geschafft. Pyrosieg sozusagen. Genau, richtig. Also man hat ein Rating von 4,93 im Vergleich zu Raw. Die hatten nur 4 eingefahren. Nur 4 ist nur 4, ja. Schlimme Zeiten. Genau, und der eigentliche Titelgewinn hatte über 5 Millionen Zuschauer, 6,91 Ratingpunkte. Und genau, dieser Last-Minute-Titelwechsel fand vor einer Crowd statt. Das war die viertgrößte Crowd in der damaligen Wrestling-Geschichte. 41.412 Zuschauer, das muss man sich mal reinziehen. Das war eine normale Nitro-Show. Und 41.412 Zuschauer, das ist echt eine Hausnummer. Dass sie überhaupt da reingehen, ist unglaublich. Das muss das ja wie ein riesen Event aufgezogen haben. Georgia Dome oder so. Ja, okay, der ist ja riesig. Genau. Ja. Und und die erste lustige Anekdote. Fragt uns nicht, warum das so gemacht wurde. Aber anstatt mit dieser Zahl zu prahlen, die wirklich enorm war, was macht WCW? Ich glaube, bei der darauffolgenden Ausgabe von Nitro, man hat Zuschauer abgezogen und eine geringere Zuschauerzahl bekannt gegeben. Man hat vor laufender Kameras bekannt gegeben, dass man statt über 41.000 Zuschauer 39.919 Zuschauer hatte. Warum, weiß niemand. Bescheidenheit ist eine Zier. Genau. Anstatt mit diesen Zahlen, die man bei WWE und allgemein im Business ist das eine gängige Praxis, dass man da sogar noch Zuschauerzahlen darauf addiert. Aber nein, das hat man nicht getan. Man hat Zuschauerzahlen abgezogen. Genau, und dann kommen wir jetzt vielleicht auf unseren lieben Hulk Hogan zu sprechen. Und den haben wir auch in Flashback-Reviews so häufig schon angesprochen, dass er sich für den nicht hinlegen wollte, sei es Bret Hart, Ric Flair oder wen auch immer. Genau, und Hogan hat das natürlich nicht aus Liebe zum Business getan, dass er sich clean für Goldberg hinlegt. Nee, er hat gesehen, dass man im Georgia Dome veranstaltet und man hat gesehen, dass die Ticketzahlen enorm gut liefen. Und das lag nicht daran, dass man das Match verkündet hat zwischen Hulk Hogan und Goldberg, sondern WCW war einfach damit so eine Hausnummer. Die Tickets haben sich wie sonst was, wie heiße Semmeln da verkauft. Und als man das Match bekannt gegeben hat, hat man tatsächlich nur 2000 extra Tickets noch verkaufen können. Aber Hulk Hogan hatte Angst, dass jemand anderes diesen, sag ich mal, das Lob für die Zuschauerzahlen einstreicht, sodass er dann gesagt hat, komm, ich stelle mich in ein Main Event und gebe den Titel an Goldberg ab, weil er so heiß ist und der nächste Topstar sein könnte. So, das hat er mit dem Hintergrund gemacht, dass später, weißt du, wann das war, als er dann oder als Goldberg seine Siegesserie dann auch riss? Die Siegesserie von Goldberg ist, kleinen Moment, ja. Das war Ende 98, meine ich, am 27. Dezember bei Starcade. Genau, Starcade. Da hat er verloren gegen Kevin Nash. Genau, vielleicht da auch kurz Hintergrundgeschichte. Kevin Nash, das ist wirklich alles so skurril, ne? Das ist unglaublich. Kevin Nash war inzwischen zum Hauptbooker aufgestiegen. Hulk Hogan, der auch dann vorher, sage ich mal, sehr großen kreativen Einfluss hatte und natürlich auch ein guter Freund von Kevin Nash war. Sie haben quasi eine Storyline hinter den Kulissen entwickelt. Weil Hulk Hogan, der damals schon im Lockerroom überhaupt nicht beliebt war und eigentlich als, was er auch war, als Figur angesehen wurde, ein alterner Star, der keinen Platz für die jüngeren Talente macht und deswegen massiv unbeliebt war bei der Under- und Midcard.
da haben sie sich gedacht, wir machen es anders. Kevin Nash, der warum auch immer extrem beliebt war und auch so immer als der Cool Guy bezeichnet wurde, hat die Kontrolle übernommen, sodass Hulk Hogan schauspielernd sich aufregte, dass Kevin Nash da die Position einnahm und die Company verlassen hat, um bekannt zu geben, er würde vom Wrestling zurücktreten und als Präsident kandidieren. Präsident von den Vereinigten Staaten. Genial. Das hat er dann groß verkündet und so, nur um das alles zu machen, um schließlich Monate später zurückzukehren und natürlich Goldberg den Titel abzunehmen. Aber das hat man nicht gemacht, indem man ihn gegen Hogan stellte, sondern, und da kommt jetzt Kevin Nash mit seinen wunderbaren Booking-Fähigkeiten ins Spiel, diese beeindruckende Siegesserie mit imaginären Nummern von 173 zu 0, hat man dann sich gedacht, wie du gerade angesprochen hast, bei Starcade, dass man ihn dann Goldberg gegen Kevin Nash stellt. Und wie hat er das Match gewonnen? Nachdem Scott Hall eingegriffen hat und ihn mit einem Elektroschocker attackiert hat, sodass Kevin Nash diesen Sieg einfahren durfte. Gefühlt also eigentlich gar nicht verloren, nur mit einem Screw-Finish. Unglaublich. Genau, richtig. Und damit hat man die Siegesserie beendet. Völlig bescheuert. Also WCW at his best, also unglaublich. Große Klasse. Also große Klasse. Daher kommt so dieser Goldberg, dieser Star, der wirklich auch einen sehr schwierigen Weg gehen musste. Und da folgten auf jeden Fall auch noch ganz viele andere. Also da kann man wirklich jetzt stundenlang drüber reden. Auch dann bestritt er eine Fehde gegen Diamond Dallas Page, die auch gespickt war mit Booking-Entscheidungen, wo man denkt, also holy shit, da, man kann Sachen falsch machen. Also, und eine Sache wollte ich auch noch erwähnen, jetzt finde ich sie gerade nicht. Einfach nur, um den Wahn auch von Hulk Hogan darzustellen. Warte, vielleicht habe ich ihn hier noch. So, nee, ich finde es jetzt gerade nicht, dann machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. Wollte noch eine Geschichte über Hulk Hogan auspacken. Wo, ich glaube, da, als er, Scheiße, nee, finde ich jetzt gerade nicht. Es ging irgendwie darum, als Hulk Hogan dann zurückkehrte und so. Ich glaube, dann entweder Byron Nitro seine Präsidentschaftswahl auch bekannt gegeben hat oder da bekannt gegeben hat, dass er zurückkehrt. Er dachte ja immer, er sei so dieser große Draw. Dann hat er aber im TV-Duell gegen Raw, hat er dann gegen irgendein Mid-Kader-Team verloren. Also das Mid-Kader-Team hat mehr Zuschauer eingefahren als seine große Bekanntgabe. und ich weiß die Namen nicht mehr. Also die Namen waren so belanglos, die kennt man, glaube ich, heute kaum mehr. Naja, egal. Okay. Das war so zur WCW-Geschichte. Und genau, das ist Goldberg. Wollen wir vielleicht noch so ein bisschen zu seiner kurzen WWE-Karriere? Ja, viel ist dazu nicht zu sagen, glaube ich, ne? Nee, so, was so seine großen Fäden waren. Ja gut, soweit ich das jetzt noch erinnere, die erste Fäde war tatsächlich die ich auch bei der Vintage Collection bei Eurosport gesehen hatte. Nachdem er im März 2003 zu WWE gekommen ist, hat er die Fäde mit The Rock tatsächlich auch bekommen. Und bei dem von mir eben angesprochenen Backlash 2003 hat Goldberg das Match gegen The Rock auch gewonnen. Danach gab es noch eine Fäde gegen Chris Jericho, die Goldberg ebenfalls im Endeffekt für sich entscheiden konnte. Und dann kam eben der SummerSlam irgendwann dazu. Da hatte er ein Elimination Chamber Match, wo er auch um den Titel antrat. Das konnte aber letzten Endes nicht zum Titelgewinn für ihn führen, weil die Evolution und beziehungsweise Ric Flair hat eingegriffen und der erste und wohl bis dato einzige Titelgewinn, den Goldberg in der WWE holte, fand am 21. September 2003 bei Unforgiven statt. Da hat er gegen Triple H den Titel geholt. Den durfte er auch ein paar Monate halten, insgesamt knapp 3 Monate, bis er ihn bei Armageddon wieder gegen Triple H am 14. Dezember 2003 abgeben musste. Das letzte Match ist das sagenumwogende Match bei WrestleMania 20 gegen Brock Lesnar, wo
wie gesagt, das war jetzt der Grund, hier schließt sich der Kreis, wird Ditsche sagen, warum Heyman jetzt Goldberg herausgefordert hat. Das Match hat nämlich damals Goldberg gewonnen. Die Crowd war in beide Worker unglaublich verliebt zum Zeitpunkt dieses Matches bei WrestleMania 20. Die Geschichte, so wie ich sie mitgeredet habe, beide waren wohl, haben wohl schon vorher bekannt gegeben, dass sie die Liga verlassen werden. Warte, oder? Und genau. Und das Publikum war alles andere als begeistert. Ich glaube auch, Austin war auch noch Special Referee, meine ich. Genau, sodass so quasi dann die Endgeschichte war, dass Stone Cold einfach beiden noch einen Stunner verpasst hat. Genau. Und sie mit dem Mittelfinger noch beglückt hat. Und das war so deren Abschiedsgeschenk. Genau, WWE hatte Glück, dass man tatsächlich dann Goldberg den Sieg gegeben hat, sodass man jetzt auch eine Grundbasis für diese Fehde hat. Aber genau, man wollte den beiden einfach, dann hat das Match noch gemacht. Ich glaube, das ist ja auch das legendäre Match, wo Brock Lesnar da seinen Shooting Star Press versaut, wo er sich fast den Nocken gebrochen hat. Nee. Das war ein anderes Match. Genau, Kurt Angle. Genau, gegen Kurt Angle, wo ich dachte, meine Güte, wie kann der Mann überhaupt noch aufstehen? Ja, stimmt, das war ja ganz normal. Oh, war das gewagt. Ja, da dachte ich auch, ich gucke nicht richtig. Nee, das war Goldberg sozusagen in der WWE. So richtig lange war es nicht, ne? Ein Jahr im Großen und Ganzen hat er da segensreich gewirkt. Ja, gleichwohl. Ich freue mich riesig. Ich habe übrigens das gefunden, was ich gemeint habe. Also Hogan kam dann zurück und was und hat dann seine bei Nitro bekannt gegeben, dass er als Präsident für United States kandidieren möchte und hat dann halt gehofft, dass das so eine große Nachricht wird, dass sie dann Raw da besiegen. Raw fuhr ein Rating von 5,03 ein, während Nitro und dieses Segment von 4,06 eingefahren, also Nitro hat dann 406er Rating eingefahren und im direkten Vergleich gewann Raw um 0,2 Ratingpunkte und das Match und das war ein Match zwischen Wall, Venice und Steve Blackman. Wow. Genau, das hat Hulk Hogan seine Präsidentschaftskandidatur besiegt. Da sieht man, was für Stars notwendig waren, um Hogan ratingtechnisch Paroli bieten zu können. Genau, richtig. Oha. Ich glaube, der hatte dann auch wirklich in den laufenden Monaten tatsächlich auch immer Angst oder quasi alleine aufzutreten, dass er sozusagen die Schuld, dann immer versucht, die Schuld so auf andere zu schieben, warum die Ratings dann nicht mehr so geil waren bei Nitro. Also da gibt's noch tausende Geschichten, die Hulk Hogan wirklich, Mann. Ja, aber da ging's dann ja auch langsam, auch WCW-technisch bergab. Ja, man hat viele sagen auch, dass so dann die Niederlage von Goldberg und dieser Titelwechsel gegen Kevin Nash so auch mit dann so das Ende von WCW einläutete. Ja, das kann man wohl so sagen. Und dann gibt's ja noch einige lustige Geschichten, wie es dann nachher im Geiersturzflug sozusagen, was da noch passiert ist, aber das wäre, wie Nexus sagte, vielleicht was für einen eigenen Podcast, wobei ich glaube, das Ding ist auch schon milliardenmal thematisiert worden, ja, aber man kann es gar nicht oft genug machen. Naja, aber es ist trotzdem wirklich eine interessante Geschichte und leider hat Vince McMahon leider nicht daraus gelernt und wie du es schon gesagt hast, ich glaube, es fehlt einfach die Konkurrenz und vielleicht habe ich jetzt gerade die Überleitung meines Lebens versaut. Versaut. Weil bisher, du kommst so ein bisschen davon ab, vielleicht kriegst du es noch hin. Mach mal weiter. Genau, also du hast es schon angesprochen, verdammt, jetzt bin ich raus. Ich krieg's nicht mehr hin. Du hast es angesprochen, Vince McMahon hat nicht aus seinen Fehlern gelernt. Fehlende Konkurrenz ist das Problem. Apropos fehlende Konkurrenz, TNA. Ja, sehr schön. Super. Ich hätte es anders versucht hinzukriegen. Ja, so mach du mal. Ja, wir sehen, bei der WCW gab es einige interessante Booking-Entscheidungen. Und manchmal wiederholt sich die Geschichte. Die WCW hat damals doch einiges falsch gemacht. Und dass es mindestens genauso katastrophal auch heute noch zugeht, sehen wir am Beispiel TNA. So hätte ich die Überleitung gemacht. Das ist ja fast das Gleiche. Ja, im Endeffekt. Ist auch gut. Gefällt mir auch. Ja, Jens hat gestern eine News rausgehauen, wo er mal die letzten Tage zusammengefasst hat, was bei TNA
denn so passiert ist. Ich denke, wir gehen da kurz mal, wirklich nur kurz drauf ein, weil in erster Linie wollten wir heute über Goldberg und Lesnar sprechen, wie man das findet, was daran gut und was daran schlecht ist und wie Goldberg sozusagen in der WCW und in der WWE seinen Fußabdruck hinterlassen hat. Aber TNA bringen wir einfach nochmal kurz zumindest in Ansätzen rein. Was da derzeit los ist, scheint keiner wirklich genau zu wissen. Die einzigen Fakten, die man derzeit wirklich hat, ist, dass offensichtlich jeder bei TNA noch irgendwelche Forderungen geltend macht. Und dass Dixie Carter am Durchdrehen ist. Ja, und dass offensichtlich jeder jeden verklagt. Zumindest jeder, der Rang und Namen hat. Erstmal, wie Jens so schön zusammen, also hat er großartige News, guckt sie euch an bei uns im Board oder auf der Startseite, wenn sie sie noch findet. Betrug, Chaos und finanzielle Probleme. So wird die News eingeleitet. Der aktuelle TNA-Präsident Billy Corgan, Sänger der Smashing Pumpkins, hat, glaube ich, alles verklagt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Dixie Carter, Impact Ventures LLC, also das ist quasi die Firma, die hinter TNA steht, den TNA-Chef der Finanzen, Dean Broadhead, und dazu noch Dixies Ehemann Serge Salinas. Die hat er verklagt, weil, so geht die aktuelle Geschichte, Corgan seinerzeit die Tapings von Impact Wrestling in einer Zeit finanziert hat, wo es eigentlich so war wie heute, wo man eigentlich nie wusste, was morgen sein wird. Corgan genau, hat Geld reingesteckt. Bitte? Nee, mach weiter, sorry. Corgan hat Geld reingesteckt in der Hoffnung, oder das, da wird es jetzt ein bisschen juristisch interessant, Hoffnung, Glaube oder weil Dixie Carter es ihm versprochen hat, das gilt jetzt gerichtlich zu klären, dass eben Dixie Carter ihm Anteile an der Company oder gar die ganze Company verkaufen würde. Das ist nicht geschehen. Dann sagt Corgan, gut, ich hätte jetzt gern mein Geld zurück, das in die Tapings reingesteckt hatte. Dixie sagt das, was er immer sagt, ich habe aber gar kein Geld, ich kann dir auch kein Geld geben. Wunderbar, sagt Corgan, dann verklage ich dich doch mal jetzt auf Herausgabe dieses Geldes. Großartig. Du wolltest irgendwas dazu sagen, Marvin? Nee, genau. Die ganze Geschichte mit Billy Corgan begann ja, als dann der letztes Jahr der Slammiversary Pay-Per-View anstand. Und man kein Geld hatte. Und die Großveranstaltung, die Bedrohung halt da war, dass dieser Paper nicht stattfindet, weil man kein Geld hat. Und Billy Corgan hat dann gesagt, komm, ich helfe aus, ich gebe das Geld, auch für die Tapings, die darauf folgenden. So, und damit, wie du schon gesagt hast, hat er sich halt gehofft, auf Dauer bei TNA einzunisten, Company auch zu übernehmen und auch mehr die Hauptanteile an der Company zu besitzen. So, er wurde dann bei Laune gehalten, indem er dann TNA-Präsident wurde und und dann auch in den Shows tatsächlich dann auch der TNA-Präsident als TNA-Präsident agierte. Genau, aber leider, und da war ja dann das nächste Problem, und da haben wir auch lang und breit darüber berichtet, kam es dann zu Bound for Glory, dem einst größten Pay-Per-View von TNA. Früher wurde das immer so im gleichen Atemzug, also nicht von den Zuschauerzahlen, um Gottes Willen, aber im gleichen Atemzug mit WrestleMania genannt. So, das hatte so die Bedeutung Bound for Glory für TNA. So, die Show konnte aber auch nicht, oder war kurz davor nicht stattzufinden, weil man wieder einmal kein Geld hatte. Und da kam eben das Problem, und da wurde auch, da waren aber die, ganzen Klagen noch gar nicht so bekannt. Man wusste, dass es einen Rechtsstreit gibt oder auch mehrere, aber da war noch nicht so bekannt. Es ging einfach darum, Dixie Carter hat kein Geld und sie führt Verhandlungen unter anderem mit der WWE wegen eines Kaufs und vor allem wegen dem Videomaterial, was sie dann, womit sie Geld verdienen könnte. So, Billy Corgan war damals auch schon im Gespräch, aber er hat auch in mehreren Interviews betont, dass sie seine Verhandlungen sich irgendwie noch hinziehen würden und dass irgendwie sie nicht einigen können. Und genau, da waren noch ein paar andere Interessenten, aber scheinbar hat Billy Corgan das Rennen nicht gemacht, weil sonst würde er jetzt nicht die Klage einreichen, wenn ich das richtig verstehe, ne? Offensichtlich. Offensichtlich. Spannend. Was dazu noch kommt, das ist nicht die einzige Klage, die hier anhängig ist, denn wie Donnerstag bekannt wurde, hat die ehemalige Produktionsfirma von TNA, One Productions, ebenfalls eine Klage angestrengt,
weil, unglaublich, weil man TNA nicht nur Vertragsbruch vorgeworfen hat, sondern auch noch betrügerisches Verhalten. Das Ganze geht jetzt also auch noch in die strafrechtliche Komponente. Schadensersatz in Höhe von $300.000. Die Firma hat eben lange TV-Tapings und auch Bound for Glory, den Pay-Per-View, mitproduziert. Bis heute gab es kein Geld, bis auf die erste Rate, die man noch von Seiten TNA überwiesen hat. Ansonsten hat man dort den Geldhahn zugedreht. TNA hat also nicht weiter bezahlt. Und dann kamen noch andere Sachen raus, wie Jens so schön aufgeführt hat. Aerolux hat 1.800.000 Dollar Forderung gegen TNA. Anthem hat 500.000. MCC, Acquisitions Corporation, 1,1 Millionen. Insgesamt also nochmal über das, was wir eben besprochen haben, hinausgehend 3,4 Millionen Dollar. Corgan selber soll angeblich 1,8 bis 2,4 Millionen investiert haben und will das Geld ja, wie gesagt, auch zurück. Große Geschichte auch bei den Wrestlern. Die sollen angeblich ihr Geld jetzt langsam bekommen, soll bis zum Ende des Jahres gesichert sein, was da an Gehältern zu fließen hat. Wenn das aber nicht passiert, wären sie nach der offensichtlichen Vertragssituation Free Agents und können dahin gehen, wo sie wollen. Einige sehen sich bereits jetzt schon als Free Agents. Weil ja, die haben es ja angekündigt. Also wenn das Geld nicht an diesem Wochenende kommt, dann ist Schluss mit lustig. Und das Wochenende läuft heute ab. Insofern wissen wir nicht, ob das Geld jetzt noch gekommen ist oder nicht. Und die würden dann jetzt schon sagen, Freunde der Sonne, für mich ist der Ofen aus. Ich bin Free Agent. Und wenn alles wirklich im Eimer ist, wenn du Schulden hast bei anderen Firmen, wenn du deine Angestellten nicht bezahlen kannst, dann haut einer immer noch auf den Deckel. Das ist der Fiskus. So auch hier bei TNA. Es gibt diverse Steuerschulden von TNA angeblich. Keiner weiß genau, wie hoch sie sein sollen. Aber geht mal davon aus, dass das einiges ist. Und die sind bisher noch nicht bezahlt worden. Das Ganze klingt ein bisschen nach Steuerhinterziehung. Es klingt ein bisschen nach betrügerischem Verhalten. Und es stinkt geradezu nach Insolvenz. Also irgendwie, also, und was auch noch kurz dazu, als kleine Randnotiz eigentlich nur noch. Probleme gibt's auch noch in Sachen Musiklizenzen, dass jetzt die Wrestler mit anderen Musikstücken noch, ja, teilweise rein können, weil TNA da auch noch Probleme hat. Diese Firma ist doch jetzt eigentlich, so wie man das alles hört, mehr oder weniger fast am Ende oder schon über das Ende hinaus. Ich weiß also es nicht. Also wir hatten das halt immer schon alle Jahre wieder, sei es bei den TV-Verträgen, wo man verzweifelt irgendwelche Sender suchte, damit man diese Drecksshow Impact dann ausstrahlt. Ja, die haben es immer wieder geschafft aufzustehen, aber wenn man sich das jetzt mal so anguckt und zusammenfasst, Betrug, finanzielle Probleme, dann Betrug auch mit den Produktionsfirmen, das ist halt ganz schön, wie die TNA das gelöst hat. Man hat erst die eine Firma verpflichtet, die dann, glaube ich, sich um einen Taping-Marathon gekümmert hat, die dann nicht bezahlt hat und einfach eine andere Firma angestellt hat. Und so kann man es auch machen. Genau, jetzt hat man, das ist ja auch neu, wirklich die Steuerschulden. Dass der Staat Tennessee jetzt so sagt, ja, wir können quasi jetzt haben ein Pfandrecht, ne, weil ihr Schweine zahlt nicht. Genau. Und dann hat man jetzt auch noch wirklich dann diese Probleme, so dass Pop TV, der Sender, wo Impact Wrestling läuft, fast die Ausgabe gestrichen hätte. Man hat sich dann dafür entschieden, einfach die Musik nicht einzuspielen, aber macht sich besser. Jetzt vielleicht gibt's auch eine große Abwanderung an Wrestlern. Und ich meine, wenn man so weit gekommen ist, dann holla die Waldfee, ne? Ja, also ich glaube, seit Jahren munkelt man ja immer, TNA sieht nicht so gut aus. Man hört immer wieder Schlagzeilen. Langsam werden diese Horrormeldungen aber immer konkreter und auch immer, existenzieller oder radikaler oder wie auch immer, sodass man fast jetzt glauben muss, eigentlich, wenn TNA jetzt langsam hin umfällt, dann war es das auch. Also das ist ja, also Dixie Carter muss ja sowas von Missmanagement angeblich betrieben haben. Also die Taktik ist ja auch, wenn man das so sieht, sie hat ja wohl offensichtlich immer wieder Leuten irgendwas versprochen, um kurzfristig Geld zu beschaffen, um die nächsten Tapings sichern zu können. Und genau, da habe ich mich schon immer gefragt, ja Mensch, wie viele Anteile von TNA kann man überhaupt noch verkaufen? Da muss ja irgendwie, sag mal, die Firma auch schon weg gewesen sein, weil sie ja immer noch die Mehrheitsanteile lange Zeit hatte. Wo ich mich dann fragte, also irgendwann ist doch wirklich mal das Tafelsilber auch verscherbelt und jetzt rächt sich's, weil sie ihre Versprechen ganz offensichtlich dann wohl doch nicht halten konnte, die sie gemacht hat. Ja.
Das kann auch lustig werden. Man merkt werden. Ja ganz klar, dass sie ist ja auch gegenüber ihren Wrestlern, ihren Angestellten ja auch unehrlich. Ich meine, sie hat ein Backstage-Meeting abgehalten, wo sie, von dem allen keine Erwähnung war. Sie hat gesagt, nee, die Tapings, ja, die Finanzierung ist schwierig, aber die Tapings und der Pay-Per-View war nie gefährdet und so, das ist einfach gelogen. Die Tapings sind gesichert, wie Norbert Blüm sozusagen seinerzeit. Die Rente ist gesichert. Ja. Genau, ja, richtig. Und ich möchte hier auch mal wieder unseren lieben Jens zitieren, der geschrieben hat, sehr schön, Dixie hat also nicht nur keine Ahnung vom Wrestling-Business, die Frau ist total nutzlos und eine Versagerin auf jeder geschäftlichen Ebene. Oh, das klingt ja fast so hier, Jens, unser Populist, also das sind ja schon, aber er scheint nicht Unrecht zu haben. Nein, auf gar keinen Fall, und da bin ich, sind da auch wieder Parallelen zur WCW erkennbar und Eric Bischoff, Vince Russo und so, also ich meine, wir wissen ja auch der Geschmack. Und jetzt mag uns unser, oder mag mich der Wall dann vielleicht wieder steinigen. Seit Jahren ist die Show Impact Wrestling ein Haufen Scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Also man hat wirklich jetzt gerade mal mit der Delete-Storyline da von Broken Matt Hardy, der das ja auch alles wirklich Trash vom Feinsten ist, hat man ja wirklich dann auch was Unterhaltsames hergestellt. Aber sonst waren die Shows seit Jahren nur noch absolut belanglos. Und schönes Beispiel finde ich auch immer dann, wenn man sich so die Endzeiten von AJ Styles und Samoa Joe anguckt, die jetzt große Stars sind bei der WWE, die auch immer das Potenzial gehabt haben. Oder auch AJ Styles, als er dann von der Company gegangen ist, dann hat, als er dann bei New Japan war, das war ja großartig, was für ein Star-Potenzial. Und er war ja auch früher ein Star bei TNA, aber das ist halt schon lange her. Sehr lange her, und Samoa Joe ebenso, ne? Also man hat ja gute Sachen mit ihnen machen können. Und früher war TNA wirklich auch eine sehr schöne Alternative, weil man eben nicht nur, das war auch immer so Argument vieler TNA-Fans, während WWE so dieses PG groß geschrieben haben, war jetzt TNA nicht übermäßig brutal, aber man hat erwachseneres Programm gemacht. Man hat gute Fäden präsentiert, man hat unterhaltsame Fäden präsentiert, super Matches, man hatte eine tolle X-Division. Und vor allem, und das ist ja auch wieder die Ironie des Schicksals, früher war TNA wirklich für seine Knockout-Division, also für die Frauen bekannt. Und damals, da war WWE mit ihren Diven, wirklich, ne, Jillian Hall, wen hatten wir da noch? Maria. Also da kamen dann irgendwelche Pillow-Matches, wo man sich mit Kissen schlug. Das war WWE, während man bei TNA tatsächlich ernsthafte Fäden hatte bei den Damen. Und was haben wir heute? Heute haben wir die Women's Revolution. Und TNA hat vielleicht gefühlt zwei Frauen im Roster, die sich seit Jahren irgendwie Beautiful People, die irgendwie, glaube ich, immer da noch rumtanzen und längst ihren Zenit überschritten haben. Dann haben wir Maria, die jetzt auch meiner Meinung nach keine großartige Wrestlerin ist. Gail Kim, die ist wirklich noch gut. Ja. Aber sonst haben wir da nichts mehr. Und ja, das ist einfach nur noch erbärmlich, was man bei TNA präsentiert bekommt, meiner Meinung nach. Und ich glaube, jetzt langsam sollte echt Schluss sein. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte, die Fehde von AJ Styles mit Dixie Carter? Nee. Das war auch so wundervoll. Ich glaube, es war, wann war das? Also AJ kehrte zurück irgendwie und ich kann dir das Jahr nicht mehr sagen. Es war so sein Abgang, ich glaube ein, zwei Jahre vor seinem Abgang. Fing an, Dixie Carter und AJ Styles hatten ein Geheimnis, ne? Man teaste dann so, dass es vielleicht sich um eine Affäre handeln könnte, ne? Christopher Daniels, der damals auch Take-Team-Partner von AJ Styles war und gegen ihn turnte, wollte dann das Geheimnis enthüllen und hat dann auch mysteriöse Fotos veröffentlicht, wo es immer mehr weitere Hinweise auf eine Affäre verdichtete. So, dann, als das Geheimnis rauskam, stellte es sich nicht als Affäre heraus, sondern haben sie einer Frau namens Claire Lynch geholfen, einer schwangeren Frau mit Drogenproblem. Warum? Warum hat man dieser Frau geholfen? Das hat Daniels dann enthüllt, dass AJ Styles der Vater von dieser schwangeren Frau war.
Alter. Also ich war von dem Kind. AJ Styles, unser aktueller WWE-Champion, war Vater des ungeborenen Kindes und hatte also ein Kind mit einer Frau mit massiven Drogenproblemen. Oh, wenn's hilft. Genau, geile Storyline. Ja, mega Storyline. dann stieg er gegen Christopher Daniels in den Ring und sollte Styles gewinnen, dürfte er einen Vaterschaftstest machen. Also du weißt schon, in welchen Bahnen sich das so bewegte. Genau, es kam raus, diese Claire Lynch war gar nicht schwanger. Genau, und lustigerweise fand die Storyline wenige Wochen später ein abruptes Ende. Genau, verstehe ich gar nicht. Nee, genau, also so, weißt du, da hat Dixie Carter auch ihre Finger immer sehr, sehr im Spiel gehabt. Also auch Booking-mäßig wirklich übelster Mist. Aber hallo, das kann man wohl sagen. Und ja, man sieht ja auch, wie Joe und Styles jetzt aufblühen. Styles ist bei New Japan einen absoluten Superstar-Status gekommen, war ja vorher auch schon, aber wie du sagst, die letzten Jahre bei TNA waren dann ja auch nicht das. Ich meine, Styles war ja der fast schon zum Tafelsilber, der war ja Jahre bei TNA ganz groß. Aber trotzdem, beiden hat der Weggang von TNA nicht nur nicht geschadet, sondern wirkte fast wie eine Befreiung. Was, genau, Samoa Joe ist einfach auch aktuell der beste Heel, den wir im Wrestling-Business haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass er dann wirklich, wie gesagt, bei R1 war er bei TNA auch angesehen, aber das ging dann rapide den Berg ab und er wurde teilweise dann auch gar nicht mehr eingesetzt, weil man einfach keine Ideen für ihn hatte. Nee, und ich habe mir damals als TNA eine Zeit lang ja noch sogar in Deutschland dann kurz, 2014 meine ich war es, im Free TV dann auch lief, mal ein paar Mal reingeschaltet. Und da war Joe wirklich sehr, sehr farblos. Der war einer von vielen, hat da auch nicht wirklich was gerissen. Nee. Also es war gut für Joe, dass er da weggegangen ist, definitiv. Da gibt's keine Diskussion. Na gut, damit haben wir kurz das Match Goldberg gegen Lesnar und Goldbergs Geschichte genau, mal für euch beleuchtet. Marvin? Genau, nochmal so ein Schlusswort. Also ich bin gespannt, wie das Match jetzt selber wird. Also ich erwarte nicht viel. Ich hoffe keine, also vor allem, dass Goldberg da irgendwie noch mithalten kann mit Brock Lesnar, der ja doch einen sehr, sehr stiffen Stil fährt und da auch vielleicht, ich hoffe, dass da keinerlei Verletzung oder was vorkommen. Ich hoffe, dass das geht gut über die Bühne. Ja, Goldie ist ja nur auch 49, wird im Dezember, glaube ich, 50. Und Lesnar ist nicht dafür bekannt, zart zu Werke zu gehen, sagen wir es mal so. Mal gucken, was da passiert. Und wie gesagt, Goldberg stand 13 Jahre nicht mehr in einem Wrestling-Ring, zumindest nicht in einem Match für ernstzunehmende Promotion sozusagen. Das wird interessant zu beobachten. Auch ein Grund, warum ich ein Stück weit gespannt bin, muss ich gestehen, ja. Ja, also es dauert noch ein bisschen, aber ich glaube knapp einen Monat, ne? Oder ein bisschen mehr noch. Jo. Dann findet die Survivor Series statt. Vorher haben wir noch Hell in the Cell. Ja, mal sehen. Also ich find's nicht gut, aber ja, es wird vielleicht unterhaltsam werden. Auf verschiedenen Ebenen. Und dann mal sehen. Dann mal sehen. Du findest es nicht gut. Ich finde es in Ordnung, weil es endlich mal etwas ist, was man nicht alle Tage hat. Und bei der WWE hast du eigentlich sonst immer etwas, was du alle Tage hast. Aber es sagt viel über den derzeitigen Status der WWE und des WWE-Produkts aus, wenn man sich auf ein Match Brock Lesnar gegen Bill Goldberg freut, weil sonst offensichtlich nichts mehr da ist, was irgendwie interessant ist. 2016, ja. Ja, das muss man so sagen, auch wenn Ziggler und The Miz ein großartiges Match bei No Mercy rausgehauen haben. Der Rest des Pay-Per-Views war bis auf den Opener ziemlich belanglos. Und ja, das kann nicht gut sein, wenn dieses Match für viele der Grund ist, mal wieder reinzuschalten. Die wenigsten werden hängen bleiben bei dem Dings. Die wollen ihren Nostalgieeffekt sehen. Mehr wollen sie nicht. Und ich bleibe auch dabei. WWE muss aufpassen. Die Ratings gehen weiter nach unten, beziehungsweise haben sich jetzt auf einem Level von 2,7 Millionen erstmal gehalten. Das ist nicht doll. Wie ich gesagt habe, so viel man falsch machen kann, während man so heiß ist und nur Erfolge feiert, so viel kann man richtig machen, während man einfach in so einem Tief steckt. Wir sehen gute Matches, die Pay-Per-Views, wenn man jetzt die reine Matchqualität betrachtet, ist im Vergleich zu 2012, 2013
deutlich besser geworden. Wir sehen immer mindestens grundsolide Matches, kein Dreck mehr. Ändert nichts an der Tatsache, dass es trotzdem viel zu viel ist und einfach langweilig ist. Die Fäden leider auch selten wirklich gut. Ja, dann so nach von Schema A, ne? Schema A, B und C, die werden dann immer dann verschiedene Wrestler angewendet. Genau, da hilft es dann auch nicht, wenn man dann Kevin Owens und einen genialen Chris Jericho hat. So ein 3-Stunden-Raw-Show ist trotzdem einfach total, total langweilig. Jo. Und die können auch nur für ein paar Minuten Akzente setzen. So muss man das dann ja sagen. Na gut, wir werden das alles verfolgen. Es ist ja, wie es ist, und wir lassen es auf uns zukommen. Mehr können wir sowieso nicht machen. Und wünschen euch entweder einen schönen Sonntag oder einen schönen Start in die neue Woche. Mal gucken, genau, Wann wir uns wieder hören. Marvin, letzte Worte? Nee, haben wir noch Grüße? Hast du noch Grüße? Ach Gott, ja, ich wollte grüßen. Ah, oder ich sollte, und ich hätte auch gerne und ich möchte auch, aber ich hab mich, glaube ich, doch, jetzt wo wir schon mal hier sind, können wir auch noch mal ganz kurz mal schauen. Ich wollte, Marvin, du kannst ja mal gucken bei den Pay-Per-View-Reviews. Ich guck mal bei den Raw-Reviews, da hat sich jemand, also ich weiß es und ich würde das auch immer gerne machen, deswegen möchte ich es hier auch nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Ich klicke jetzt mal die, ach nee, auf Startseite muss ich auch, ich mache erstmal kurz im Board, dann gehe ich auf die Startseite. Also vielleicht, wie wir ja schon mal grüßen können, ist ein treuer Fan von unserem Flashback-Podcast, The Hitman, der sich auch wieder bald einen Flashback-Podcast gewünscht hat. Ich vermute mal, dass das jetzt in den nächsten Wochen passieren wird. Sag ich jetzt einfach mal, ohne mit Andy vorher darüber gesprochen zu haben, aber jetzt so im... Ja, die Serie steht ja an. Eben, genau. Und dann, das passt halt dann immer ganz gut. Ich komme leider nicht hinterher mit den ganzen Raw-Shows, das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Ich hätte es halt wirklich gern auch immer alle geguckt. Ich guck mal, vielleicht schaue ich mir ein paar an, aber jetzt Studium und so, das ist auch ein bisschen blöd dann alles, dann kann ich nicht alles unterbringen. Ach Quatsch, zur Not machen wir einfach die Show als solche, genau, und gucken uns ein bisschen. Genau, das ist auch in Ordnung so, ja. Da bin ich auch tiefenentspannt. Genau, wollte sonst, also jetzt hier bei dem Pay-Per-View-Review sehe ich jetzt nicht, also keinen, der da unbedingt gegrüßt werden will. Ja, dann hab ich aber noch ein paar Grußwünsche. Also ich wollte jetzt einfach mal, wo ich hier mal aufgeschlagen habe, ein paar treue Seelen grüßen. Den Respect My Beard, der auch sehr regelmäßig schreibt und auch eine User-Kolumne mittlerweile am Laufen hat. Den Kühlschrank kaputt, weil sein Name schon großartig ist. Dann grüße ich, wenn mein Internet endlich mal wieder funktioniert, natürlich Rigel, der ist ja auch wieder da. Bangerang Dave sei gegrüßt. Pater Rico, der sich als Podcast-Süchtiger geoutet hat. Stimmt, genau, das habe ich auch gesehen. Das hat mich auch gefreut, ja. Hausi, der viel im WI-Teamchat auch ist und auch die Podcasts immer sich anhört. I-Punkt, der sich immer für jeden Podcast bedankt. Guy of CM Punk, der uns sehr vermisst hat, genauso wie Quacki. Warte mal, wollte der gegrüßt werden? Nö, die wollten alle nicht gegrüßt werden. Das ist dann auch in Ordnung. Und dann jetzt ganz kurz nochmal die Reaktion zum letzten Pay-Per-View. Da gab es auch, glaube ich, 4 Kommentare, aber ich glaube, die wollten alle auch nicht gegrüßt werden. Irgendwer wollte gegrüßt werden und ich muss das nochmal in Recherche rauskriegen. Aber jetzt kurz nochmal zum Pay-Per-View. Den haben ja Pfeffi und ich gemacht. Wollen wir mal schauen? Ja, auf YouTube vielleicht irgendwie. Ja, guck mal auf YouTube, da sind immer auch viele, die wenn ich YouTube aufmache, dann gehen immer gleich die Geräusche an, das ist ja immer blöd. El Gabrielo, der hat sich so schön begrüßt, und Dembo, die haben sich beide so nett bedankt, so wollte ich es eigentlich sagen. Pardon. Genau, vielleicht kannst du nochmal auf YouTube gucken, weil da habe ich, genau, ich guck grad, da gehe ich immer lieber nicht rein. Da gehe ich lieber nicht rein. Haben wir den Salat immer. Nee, also keiner, der jetzt unbedingt gegrüßt werden möchte. Okay, dann hab ich sonst noch... Ja, ich grüße Zack Attack, dass er endlich mal wieder zum Gucken kommt. Und ich grüße auch Jens, dass wir ihn vielleicht irgendwann mal wieder zu einer Review bereden können. Der Mann hat so viel zu arbeiten und trotzdem haut er immer noch
eigentlich hier die ganze Seite. Naja, das sorgt dafür, dass der Laden läuft. Unglaublich. Die dieser Mensch. Alles klar. Damit würde ich sagen, sind wir für heute. Nee, den muss ich auch noch grüßen. Adam Borga ist auch erst seit September bei uns im Board. Und was hat er geschrieben? Ich habe mir letzte Woche in meiner Not eure ganzen Pay-Per-View, Pre- und Reviews aus diesem Jahr reingezogen. Was Sucht aus einem Menschen macht. Oh, das ist aber ein sehr verdienter Gruß, Herr Borga. Das sei dir jetzt ausgesprochen. Gut, sind wir durch, Marvin, ne? Genau, machen wir Schluss. Denke ich auch. Sonne, schöne Woche. Bei mir. Bleibt fröhlich, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wir hören uns. Bis denn. Tschüss. Tschüss.